Mimi. Halt's Maul! Oh, Anthony, danke dir so sehr. Das ist das Netteste, was je jemand für mich getan hat. Was? Du hast mein Lieblingsfrühstück gemacht, genauso wie ich es mag. Pancakes, funky Style, hartgekochte Eier, verrührt, Bohnen in Form von Prinzessin Diana. Möge sie in Frieden ruhen. Möge sie in Frieden ruhen, aber ich war das nicht. Ach komm schon, Mann. Ich weiß, dass du mich doch nur aufmuntern willst, nachdem ich mich von der Dysenterie erholt habe. Ich werde nie wieder etwas vom Teich im Hinterhof trinken. Was auch immer. Bis später, bester Freund. Ja! Du schaffst das! Du schaffst das! Anthony, das ist das Netteste, das je jemand für mich getan hat. Ich war das nicht. Alter, ich weiß doch, dass du mich aufmuntern willst, nachdem ich mich von Malaria erholen musste. Das war das letzte Mal, dass ich versucht habe, eine Moskitofarm aufzubauen. Warum sollte ich jemals so etwas tun? Aber schau, hier ist eine handgeschriebene Notiz von dir. Gute Besserung. In Liebe, Anthony. Oh. Woher willst du wissen, dass das von mir kommt? Es könnte jeder so tun, als würde das von mir kommen. Oh, schau, da steht ja noch etwas. Sollte ich vor dir stehen und sagen, woher willst du wissen, dass es von mir kommt, es könnte jeder so tun, als würde es von mir kommen, verrate ich dir ein Geheimnis, welches ich dir verheimliche, seitdem wir 13 sind. Ich habe Larry, das ziemlich haarige Erdmännchen, hinter dem Kirschbaum begraben. Mein Gott. Niemand weiß das außer mir. Du hast mir erzählt, dass Larry weggerannt und zum Zirkus ist. Und dann starb. Oh. Reiß dich verdammt nochmal zusammen, Ian! In diesem Haus geht etwas Unheimliches vor und ich werde dem Ding auf den Grund gehen. Cool, kann ich helfen? Eigentlich ja, das wäre toll. Ja, ich kann nicht, ich bin beschäftigt. Ian, rate mal was? Taco Bell bringt den Enchilrito zurück? Besser. Moment, du hast Kameras in meinem Schlafzimmer? Ich hatte schon immer Kameras in deinem Schlafzimmer. Warte, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Schlafwandlich etwa? Das ist so nett von dir. Oh, du hast mein Taschentuchberg aufgeräumt. Das ist das Netteste, das je jemand für mich getan hat. Das reicht. Nimm den Schlüssel und befreie mich nicht vor morgen früh. Was ist, wenn du pinkeln musst? Was ist, wenn du kacken musst? Was ist, wenn du wichsen musst? Ich sehe dich dann morgen. Wen rufst du an? Oh, schau, das ist ein Produktionsteam? Was? Singe ich da etwa? Ich schätze, ihr dreht ein ganzes Musikvideo oder sowas. Das ist ziemlich cool. Okay, scheint, als wären die Dreharbeiten abgeschlossen und du hast für die Produktion bezahlt. Oh, sieht so aus, als würde der Kameramann nach mehr Geld fragen. Oh, ich verstehe. Du hast die Leihgebühr für sein Equipment nicht einberechnet und jetzt fragt er deswegen nach mehr. Oh, jetzt zeigt er dir seine neuen Kinder, für die er das Essen verdienen muss. Und du sagst trotzdem nein? Du bist ein verdammt guter Verhandlungsführer. Ich meine, ein totales Arschloch, aber verdammt gut. Hast du ein Video hochgeladen? Was? Mein Freund hat Dysenteria Malaria. Dysenteria in seiner Area. Richtig scary, ja, sei vorsichtiger. Es bringt dich ins Grab, ja, auf dem Gottesacker, ja. Alter, dieses Musikvideo ist Boss-Level. Ich hab Dysenteria Malaria. Dysenteria in meiner Area. Richtig scary, ja, sei vorsichtiger. Es bringt dich ins Grab, ja, auf dem Gottesacker, ja. Was so? Wirklich?
Mal sehen, wie du mich hieraus befreist, Bitch. Scheint, als hätte es funktioniert. Anthony, scheint so, als hättest du mich überlistet, also muss ich dir wohl meinen Plan verraten. Du warst Ian so ein schlechter Freund, dass mich das extrem belastet hat. Deinem Unterbewusstsein. Wenn du willst, dass wieder alles so wird, wie es war, dann musst du dich bei Ian entschuldigen. Was? Tu es! Okay, aber ich hab nicht mal... Hör auf, nach Entschuldigungen zu suchen! Du warst es, der in den Teich im Hinterhof gekackt hat! Der Moskitos aus Madagaskar eingeführt hat, obwohl Ian dir ganz klar gesagt hat, dass er welche aus Kanada möchte. Entschuldige dich jetzt bei ihm und ich verspreche dir, dich in Ruhe zu lassen. Hey Ian? Ja? Hast du das alles gehört? Ja? Tut mir leid, dass du wegen mir Dysenterie hattest. Okay. Und von dem Tag an war Anthony nett zu Ian. Oh, Anthony? Ja? Der Wichseimer ist voll. Hey Leute, Dragondub hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal.